Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade in Stratos City angelangt. Also sind wir jetzt schon im letzten Part am Anfang und erkunden gerade diese Stadt. Es dauert sehr, sehr lange, weil das ist die größte Stadt hier in Einall. Aber wir haben schon einen Großteil erkundet, eigentlich schon den ganzen Außenbereich. Und ja, es geht gleich in den Innenbereich. Ich möchte kurz schauen, was dort ganz rechts war, weil da war ja noch ein Durchgang. Wo geht's da hin? Ich weiß es nicht. Zu einer Route? Fragezeichen? Hört her, ich werde dieses Item diesem Trainer übergeben. Flinkklaue, geil! Ja, Flinkklaue bewirkt, dass das Pokémon, was es trägt, ab und zu mal als erstes angreifen kann. So. Könnten wir theoretisch jemanden geben? Was hat denn René? René hat höhere Volltrefferquote. Ja, dann lassen wir die Flinkklaue erstmal hier und dann schauen wir mal später weiter. So, ist das noch so ein Clown? Dann sieht sich hier mal weiter schön um. Weiterhin. Okay. Wegen der Schnitzeljagd nochmal. Die Himmelfallbrücke hat eine lange Geschichte. Okay. Führe eine Untersuchung über die Stabilität der Himmelfallbrücke durch. Das letzte Mal liegt schon einige Jahre zurück. Die Sache könnte also schon ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Ich bitte daher um Geduld. Ah, es geht also hier nun nicht lang. Hier will es zur nächsten, ich sag mal, Route gehen. Himmelfallbrücke, das klingt nicht nach einer Route, sondern eher nach einem bestimmten Ort, aber ja. So, wir haben im letzten Part auch einige Kämpfe durchgeführt. Ausgeführt, wie auch immer. Daher sind unsere Pokémon so noch ein bisschen geschwächt. Wenn wir jetzt hier sowieso beim Pokécenter sind, können wir die direkt heilen. Wunderbar. So, und dann geht es jetzt in den Innenbereich. Ich weiß nicht, wenn wir hier die Wege nehmen, ob wir immer zum selben hinkommen. Oh, lol. Lol. Okay. Das sieht danach auch... Ich kann nicht brechen. Sprechen. Das sieht danach aus, als wäre jeder Gang hier anders. Game Freak. Ist hier... Game Freak? Der Entwickler. Hallo, du nimmst an der Medaille teil, nicht wahr? Mal sehen. Ah, die Anzahl deiner Medaillen beträgt also 2. Ich habe 10 Stück. Tja, da habe ich momentan wohl noch die Nase vorn. Ein Kissling verfügt über die Fähigkeit Robustheit. Wenn es über volle KP verfügt und von einer K.O.-Attacke getroffen wird, bleibt es also mit einem KP im Kampf. Sammler sind schon seltsame Leute. Die kaufen einem oft stinknormale Items zu absolut wahnwitzigen Preisen ab. Deshalb lohnt es sich auch, eigentlich nutzlose Items aufzubewahren. Man weiß nämlich nie, ob sich nicht irgendwo jemand findet, der teures Geld dafür zahlt. Ja, warum nicht? So, dann fahren wir mal hier mit dem Fahrstuhl. Das sind hier größere Gebäude. Aber es gibt nur ein Stockwerk, was wir wirklich bereisen können. Und hier scheint wohl Game Freak zu Hause zu sein. Guten Tag und willkommen bei Game Freak. Hier ist es aus gutem Grund so früh, sonst überhitzt sich nämlich unser Server. Das stimmt, Server müssen immer schön gekühlt sein. Momentan arbeite ich an, wie soll ich sagen, einen neuen Spiel sozusagen. Ein Beleber! Unser erster Beleber! Damit kann man besiegte Pokémon wieder heilen. Ich bin ein Redaktor. Ja, Scherz beiseite, ich bin Grafikdesigner. Immer so nebenbei, das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Es kann einem im Kampf große Dienste erweisen. Sag, willst du es gleich mal gegen mich ausprobieren? Okay. Gerne! Also, Kämpfe mache ich sehr, sehr gerne, wisst ihr ja. Und ist nochmal ein bisschen Training hier. Ein Pipi. Wen haben wir denn vorne? Ich glaube noch Jonas, kann das sein? Genau. Ja, schafft Jonas auch. Seiner Weiterentwicklung. Haben wir eigentlich jetzt mit der Weiterentwicklung schon gekämpft? Ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden. So. Grasmixer. Okay. Oh, Volltreffer. Das hat mehr als. Weniger als die Hälfte Schaden gemacht. Leider. Jetzt kommt noch eine Bäre dazu. Ne, Überreste. Stimmt. Hat er ja auch gesagt. Mal sehen, wie viel Schaden Rückkehr macht. Ja. Aber hätte besser sein können. Ja, komm, jetzt hier. Immer getroffen.
Vielleicht kriegen wir dann auch Überreste. Überreste ist eigentlich ein sehr nices Item. So, Genauigkeit sinkt, sehr schön. Wieder Überreste. Bisschen zäher Gegner, also, ja gut. Ich denke mal, mit Dings hätten wir ihn schon längst besiegt. Mit René. Durch eine Kampfattacke. Aber auch Jonas schafft das. Und erreicht Level 19. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass diese Trainer auch hier, zumindest dieser Trainer hier, nach jemandem benannt wurde, den es auch wirklich gibt und hier am Spiel beteiligt war. Oh, das ist aber ein tolles Pokémon. Je mehr Schritte ihr gemeinsam zurücklegt, desto stärker wird sein Vertrauen zu dir. Hoffentlich können wir morgen noch mal ein Kämpfchen wagen. Ah, da kann man wohl jeden Tag kämpfen. Okay. Aber man kriegt leider nicht Überreste. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden? Ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Möchtest du kämpfen? Ja, kämpfen immer gerne. So. Game Freak, keine Ahnung wie er hieß. Oh, ein Pflanzen-Pokémon. Der hat drei Pokémon, wahrscheinlich die drei Versionen hier. Vegimark, Aquamark, nee, keine Ahnung wie die anderen heißen. Da setzen wir Rückkehr ein. Das Ganze ist nicht sehr effektiv, aber normal können wir ruhig angreifen. Und wow, das war ein Volltreffer, sehr schön. Grillmark, ja, da müssen wir jetzt mal kurz wechseln zu René. Aber beim Wasservieh können wir natürlich wieder angreifen mit Jonas. So, dann einmal bitte eine Kraftwelle. Ist zwar normal effektiv, aber wird auch ordentlich Schaden machen. Jo, wunderbar. Einäscherei, okay. Kenne ich jetzt nicht die Attacke? Macht auch nicht viel Schaden. Wunderbar. So, Sodamax, so hieß das Wasservieh, nicht Aquamag. Hätte ja sein können wegen Aqua. Und der Magmamag hätte auch sein können. Aber naja. Sonst wäre ja das Pflanzenvieh auf Floramag oder so. So, natürlich ein Grasmixer, dann ist ja. Oh, what the fuck? Ja, gut, ein Grasmixer hat halt nicht so die höchste Genauigkeit. Daher ist es schon möglich, dass es mal nach daneben geht. Und Morimoto ist ja okay. Boah, Jonas ist mal wieder kurz vorm Level Up. So, ja, das sind wohl welche, die immer jeden Tag kämpfen können. Oh, außer der, na gut. Ich bin hier für die Grafik zuständig. Um etwas zu zeichnen, was ich noch nie zuvor gesehen habe, muss ich alles in meiner Umgebung ganz genau unter die Lupe nehmen. Damit meine ich, dass es nicht ausreicht, sich die Dinge bloß anzusehen, sondern dass man sie in ihre Einzelteile zerlegen und sich gewissermaßen zu eigen machen muss. Okay. In dem Programmieren verhält es sich so. Zunächst macht man sich allerlei Gedanken und stellt verschiedene Formeln auf. Zum Schluss hilft nur noch anfeuern. Lauf, los, lauf, verflix, jetzt lauf doch endlich. Menschenskinder, lauf! Und den hier in der Ecke dürfen wir auch nicht vergessen. Tag, ich bin der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Okay, gut. Dann sind wir mit Game Freak fertig und können dann wieder natürlich zurückgehen. Und ins nächste Gebäude gehen. Ich denke mal, diese Passagen hier werden nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir das diesen Part schaffen. Hier ist gleich was, das nächste Gebäude. Okay, was ist denn das hier? Es ist schon mal passiert, dass ein Pokéball nur einmal gewackelt hat, als ich versucht habe, ein Pokémon zu fangen. Ja, das kann durchaus mal vorkommen. Ich selbst nenne dieses Phänomen einen Schnäppchenfang. Je mehr Pokémon man fängt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen solchen Fall landet. Wackelt der Pokémon nur ein einziges Mal, steigen offenbar die Erfolgsaussichten. Ja, das stimmt. Es ist möglich, dass das Pokémon direkt gefangen wird, ohne dass es dreimal wackelt. Aber selten. Mein Pokémon und ich sind dicke Freunde. Wenn einer von uns schlafen muss, steckt er den anderen sofort damit an. Das ist deine Lieblingsfernsehsendung. Ich bin ein großer Fan von der Moderatorin von... Was ist das? Von ihrem Cook Maler. Okay. So.
10. Stockwerk. Da können wir hin. Der Gitarristin ist da, interessant. Tschüss, eigentlich gut. Wenn dir nicht genügend Ruhe gönnst, stickt das Ratzfatz auf die Gesundheit. Hier, nimm das passend zum Thema. Erholung? Ja. Halt KP, dafür schläft man aber. Ich gehöre zum Stamm der Neugierlinge. Sind dir die Neugierlinge ein Begriff? Das sind Menschen, die über ihre Nase reinstecken müssen und keinen Ort unerforscht lassen können. Ja, ich erforsche ja auch möglichst alles. Weil ich ja dieses Let's Play hier auch blind zocke. Von daher. Das ist so eine Sache. So, dann geht's da hinten rein. Nur jetzt geht es erstmal für uns nach unten und zum nächsten Gang. Hier waren zwei Gebäude. Moment mal, wir sind doch ganz rechts reingegangen. Ach so, ups. Okay, wir waren ganz rechts. Dann geht es hier in den Mittelgang. Was ist denn das hier? Stratos Atelier. Ach, wie auch immer. Ups, ich habe jetzt aus Versehen Mario Luigi Hintergrund angemacht, weil ich gegen die Taste gekommen bin. Muss ich immer noch rausnehmen. Die gesamte Arena von Stratos City. Ein einziges Kunstwerk geschaffen von Arti, dem Arena-Leit. Ach, das ist hier eine Arena? Bin zwar kein so großer Künstler wie Arti, bringe aber auch das ein oder andere Kunstwerk auf die Leinwand. Heute würde ich wirklich gern einen Pokémon vom Team Kampf malen. Zeigst du mir zwecks Inspirierung, was du für Pokémon dabei hast? Zeig mir bitte ein Pokémon vom Team Kampf. Haben wir zufällig dabei, René? Aber was sagst du denn? Was für eine Inspiration. Besten Dank. Was darf als kleines Dankeschön sein? Ah, da haben wir Möglichkeit von Bären. Ich nehme eine Maronbeere, die halt, glaube, Schlaf. Danke dir. Eine Hand wäscht die andere. Du bist eine Wucht. Komm morgen wieder vorbei, okay? Im Moment stellen wir hier Werke von vielversprechenden jungen Talenten aus. Also das ist hier keine Arena, anscheinend. Vielleicht finden wir noch die Arena, weil es sieht so aus, als würde es hier eine Arena geben. Das finde ich voll cool. Spezialität von Stratos City. Stratos Eis. Das kenne ich. Das kenne ich. War das nicht in X und Y? Gab's das mal? So. Leckeres Eis. 100 Stück das Stück. Ja, wir nehmen mal eins mit. Ich glaube, es heilt. Wie viel KP? Wie bitte? Eine Eisdiele? Dort? Ja, wer das denn vermutet? Schmeckt es denn wenigstens? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Da jetzt. Ich möchte mal kurz schauen, was dieses Stratos heilt. Oh ne, das heilt, glaube ich, Statusprobleme. Sämtliche. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Genau, genau. Ja, ist wie ein Hyperheiler. 100 Dollar wert. Ich glaube, ein Hyperheiler kostet sonst 500. Von daher, nicht verkehrt. So, dann sind wir mit dem hier auch fertig. Dieses Mal ging es schneller. Ey, ich hab gar nicht nach oben gedrückt. Ich hab die Tasten nicht gedrückt. So, dann geht's hier weiter. Ich hoffe mal, wir finden die Arena. Oh, das ist hier eine Gasse. Wow. Was? Ja, du solltest dein Gesicht sehen. Dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier nimm dies als Entschuldigung. Die TM70 Blitz senkt. Entweder die Genauigkeit des Gegners oder den Fluchtwert von man selber. Weiß ich jetzt nicht, oder? Ach, irgendwie so. Setzt die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacken vermindert. Ah ja, gut. Was ist hier? Das ist ja hier eine Gasse. Kaffeemelodie der Ruhe. Das ist eher ein schlechter Platz. Du bist zum ersten Mal in diesem Café, nicht wahr? Dann habe ich hier etwas für dich. Kumomilch! Das halt 100 KP. Mit deinem Lieblings-Pokémon. Kann man sonst noch kaufen? Nee. Nachdem ich diesen Gitarrenklängen gelauscht habe, ging es doch tatsächlich zurück zu meinem alten Zuhause. Meine Mutter weinte auch prompt vor Freude. Eine Mutter ist und bleibt eben eine Mutter. Eine schöne Melodie verbreitet Frohsinn unter den Menschen. Spielt man hingegen ein trauriges Lied, sind sie betrübt. Das ist die Macht, die die Musik über uns hat. Das stimmt. Ich liebe Musik über alles.
Man kann sich seine Familie zwar nicht aussuchen, aber man kann darin arbeiten, wie man mit ihr umgeht. Natürlich leichter gesagt als getan. Das stimmt. Nach stressigen Arbeitstagen lasse ich hier gerne einfach mal die Seele baumeln. Okay. So, hier gibt es noch zwei Rocker. Hey, hihi. Ernsthaft? Aber hallo. Hey. Yeah. Hohoho. Okay. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Wir gehen zum nächsten Bereich. Wartet, ist dir... Was ich mir gut vorstellen kann, dass die Arena dann dort in der Mitte ist, ganz hinten. Wo wir halt noch nicht weitergegangen sind. Oh ne, falsch. Hier ist die Arena. Aber warum siehst du davor? Arti, der Arena-Leiter? Der meinte, er müsse dringend weg, weil irgendwas vorgefallen sei. Wenn du willst, kannst du ihn ja suchen. Was? Arti ist schon wieder verschwunden? Wer ist das? Oh, hallo Lilia. Also die Sache ist die, Arti ist im Augenblick leider nicht hier. Täusche ich mich oder wird es langsam zur Gewohnheit? Dass Arti auf einmal spurlos verschwindet. Er sagte mal, er wäre in einem kreativen Schaffensloch. Und dann verlässt er auch plötzlich die Arena, um sich irgendwo anders Inspiration zu holen. Wer bist du? Im Plasma? Das hat sich doch vor 2 Jahren aufgelöst. Wie dem auch sei, du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken. Das helfe ich dir natürlich. Mal überlegen. Wo könnten sich so zwielichtige Gestalten wohl aufhalten? Ich glaube, ich weiß, wo sie sein könnten. Puh, Arti und Lilia sind sich echt unglaublich ähnlich. Ich glaube, dass sie ist da vorne abgebogen, also... Ist sie wohl in Richtung Pokémon Center gegangen? Weißt du, wo das ist? Ja, das weiß ich. Aber wir sind hier natürlich noch nicht fertig. Wir wollen noch mit den Leuten reden. Pah, da hätte ich nur... Doch nur 5 Arena und dann könnte ich mir Hyperbälle kaufen. Ah, Hyperbälle sind geil. Mehr als genug Tränke. Damit müsste ich gegen die Kinderleiter auf jeden Fall gewinnen können. Tränke sind nicht alles. Immer so. Ich glaube, niemand liebt seine Pokémon so sehr wie ich meine Liebe. Ich würde mir wünschen, dass bei meinem Pokémon auch so ankommt. Okay. Alle Pokémon-Trainer haben eins gemeinsam. Sie wollen stärker werden. Zu diesem Zweck lässt man sich und seinen Pokémon entweder viel Zeit zum Spielen oder zum Arbeiten. Je nachdem. Mein Mebrana ist so zauberhaft. Wenn ich total erschöpft nach Hause komme, muntert es mich immer wieder auf. Ja. So, das hier sieht nach dem Plakat aus wie ein Einkaufsladen. Kann das sein? Platzkampf? Vielleicht doch nicht. Ich dachte so ein... Ja. So ein Kaufmarkt. Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wider. Okay, wusste ich jetzt auch nicht mehr. Hallöchen, na wie wär's mit einer erholsamen Massage für eines deiner Pokémon? Ja, natürlich. Ja, das kriegt Jonas. Na fein, dann will ich gleich mal loslegen. So, die Massage hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Das Pokémon hat jetzt ein wenig Zutrauen zu dir gefasst. Sehr schön. Rückkehr ist nun noch stärker. Hallo, hallo, ich bin der Namensbewerter. Ah, da ist der Namensbewerter. Nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe auch noch nicht... Also der erste Part von Pokémon ist so noch gar nicht draußen. Bedeutet, eure Kommentare habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Was ihr von den Namen hält. Daher... Ja, ich suchte das Spiel einfach zu sehr. Ich nehme das seit 2 Tagen jetzt erst auf. Gestern habe ich angefangen. Ja. Und jetzt bin ich hier. Bin Wahrsagerin und auf zwischenmenschliche Beziehungen spezialisiert. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Leute, die das Segen nutzen, um herauszufinden, wie sie miteinander harmonieren. Okay, wie viele Stockwerke gibt es hier? Nicht so viele. 2, okay. Das kriegen wir hin. Und bald geht es dann auch wieder auf Routen. Dürfte ich wohl einen Blick in deine Medaillenbox werfen? Die Anzahl der von dir gesammelten beläuft sich bei 2. Das entspricht dem Medaillen-Neuling. Ja, vielleicht. Ich sammle nicht die Medaillen so aktiv. Nee, das ist hier irgendwas mit Medaillen. Ja, das brauche ich jetzt hier nicht. Hier, den Clown brauche ich noch. Das ist, glaube ich, der letzte. Dann gehen wir natürlich nochmal zum Anfang hin zu diesem komischen Clown. Mal sehen, was uns das dann sozusagen bringt, dass wir jeden angesprochen haben. Okay, was ist hier? Bist du ein Trainer? Dann wendest du das sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich verwalte die Boxen. Mein Name ist Rubina. Ah. Die PCs, Mann.
Oh, du hast ein Adressbuch. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit einem das Adressbuch eingetragen von Pokémon bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht? Ah, das ist uns jetzt egal, weil. Warum wir nicht? Trainer, ich bin Vivian. Ich erforsche Pokémon-Trainer. Absolut unerlässlich für meine Forschung ist die Spielsynchro. In der Kirche. Das brauchen wir alles nicht. Weil es eh nicht mehr funktioniert. Wenn Vivians Assistenten möchte. Nein, möchte ich nicht. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Erdgeschoss. Und dann. Man könnte natürlich jetzt Richtung Pokécenter gehen, da wo der eine Typ auf uns wartet. Oder, nee, das Vibe. Sorry für die Aussprache. das Mädel. Aber jetzt will ich erstmal hier nach oben schauen. Was ist überhaupt hier ganz oben? Muss ja auch irgendwas sein. Okay. Nur ein Sammelplatz und dann geht es hier auch nochmal nach ganz oben. Ich glaube, es geht hier so noch weiter. Dann machen wir nach und nach. Wir gehen erstmal hier zum Brunnen und sprechen hier diesen Typen an. Lass mich dir mal einen kleinen Rat geben. Wenn du vorhast, stärker zu werden, dann solltest du gegen so viele Trainer wie möglich kämpfen. Es ist ganz wichtig, dass du lernst, deine Pokémon zu verstehen. Eine Mission, okay. Sonst weiter ist hier nicht. Dann schauen wir jetzt hier nach oben in die paar Gebäude rein. Aber ich habe Angst, dass das jetzt erst die Hälfte war von Stratos City. Das sieht fast danach aus hier. Ja, dann werden wir natürlich zum Pokécenter im nächsten Part dann gehen. Hallo, ein neuer Trainer. Ja, ein kleiner Glücksbringer. Ein Münzamulett bringt mehr Geld nach Kämpfen. Nach gewonnenen Kämpfen natürlich. Mein Freund sorgt sich stets um das Wohlbefinden von Bekannten, die sich auf Reisen begeben, weshalb er Pokémon, die er tauscht, konsequent Gesundheit kauft. Hier ist ihm wohl so geht. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von großen Städten im Pokémon. Was einfach immer so ewig dauert, hier durchzugehen. Aber wir schauen, ich möchte diesen kleinen Bereich, wo wir gerade hingegangen sind, jetzt hier noch beenden. Notfalls wird der Part vielleicht ein bisschen länger, damit wir beim nächsten Mal weitermachen können. Mit spannenden Sachen. Oh, die verschwundenen Pokémon. Selbst wenn die Blaster was mal dahinter steckt, kommen wir ihnen so keinen Schritt näher. Das ist ein Polizist oder was? Na nur, wohin mag sich mein Pokémon bloß verkrümelt haben? Okay. Mir wäre es ja schon lieber, ein paar Pokémon in meinem neuen Büro zu haben. Aber das kann ich unmöglich in Gegenwart meiner Freundin zur Sprache bringen. Warum denn nicht? Naja. So, dann geht es jetzt hier runter. Das gegenüberliegende Gebäude. Und da gibt es halt jetzt nur zwei Gebäude. Aber da kommen wir sowieso nicht weiter. Ich habe mich richtig gut mit ein paar Leuten da oben unterhalten. Da war das ein Spaß. Wurde ja eigentlich zu der Party da oben eingeladen. Aber anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann da vorne dem Fahrstuhl immer nur streng rein. Jetzt freue ich mich irgendwie nicht. Okay. Möchtest du nach oben? Hä? Sieht nicht so aus, als ob du gefährlich Gegenstände bei dir trägst. Du kannst passieren. LOL. Was ist denn da oben dann? 46. Stockwerk. Herzlich willkommen auf meiner Party. Misch dich ruhig unter die Leute. Die haben was Interessantes zu erzählen. Ich klicke das mal ein bisschen durch. Hier gibt es zum Beispiel Anziehung bewirkt. Genau, Anziehung, so nennt sich das. Sind sehr, sehr viele Leute und ich will hier noch ein bisschen durchkommen. Ihr könnt das gerne durchlesen, pausieren, wie auch immer. Nur, es sind so viele Leute, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, weil ich unbedingt diesen Bereich hier noch abhandeln möchte. Vielleicht gibt es hier halt noch ein paar gute Items, wie zum Beispiel die TM, das ist ja doch schon nice. Ich möchte schon möglichst jede TM hier haben. Viele Leute aus anderen Ländern, hier zum Beispiel Englisch. War nicht, war das, glaube ich, das eine auch da. Okay.
Da sind wir jetzt auch schon durch. So schnell geht das. Und da es nur Geschichten waren, bedeutet nichts Interessantes so wirklich. Ich will halt auch noch gleich wissen, was ist da hinten? Gibt's da noch einen großen Bereich oder wie ist das so? Über welche Fähigkeiten verfügen deine Pokémon denn? Das Dialogs verfügt über die Fähigkeit Angsthase. Mit ihm gelingt es immer, vor wilden Pokémon zu fliehen. Ja, gut. Nützt mir im Kampf aber nichts. Was meinst du? Kann man mit einem Dienst der Pokémon bestimmte Attacken beibringen, das große Geld machen? Wie meinst du, so etwas gibt es schon? Ah, nur die Leute, die an Geld denken. Gute seit längerer Zeit über einer ganz neuen Pokémon-Geschäftsidee. Ist gar nicht so einfach. Aber die Leute, die so Geld wollen, das macht mir gar keinen Spaß. Hui, Sian, du bist ja im Pokédex. Wie viele Pokémon hast du gesehen? Weißt du was? Wenn du auf mindestens 40 kommst, habe ich etwas für dich. Okay, das müssen wir uns vielleicht merken, dass wir später nochmal zurückkommen. So, der hier hat sonst weiter nix. So, hier gibt es noch ein Stockwerk anzuschauen. Wo hier eigentlich kaum einer ist. Doch, da. Man kann in einer Region eine ganze Reihe von Ohren erlangen. Soll ich dir ein paar wissenswerte Dinge darüber erzählen? Ja. Holzkohle. Das stärkt, glaube ich, Feuerattacken. Genau. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht. Hätten wir einen Feuer-Pokémon. Wenn ich von hier oben auf die Stadt unter uns hinabschaue, beginne ich förmlich zu zittern. Naja, es ist bei meiner Höhenangst auch nicht weiter verwunderlich. Hier oben? Also vom Hoch aus. Hab mich erstmal gewundert, hä? Irgendein Turm hier? Oder wie? So, jetzt bin ich gespannt. Was ist dort oben? Obwohl, mit der haben wir nicht gesprochen. Die Trainer auf Route 4 geben zusammen mit ihrem Pokémon eine treffsichere und unschlagbare Kombination ab. Ihnen alleine ist es zudem zu verdanken, dass diese hochmodernen Bauten dort errichtet wurden. Und? So, weiter geht das. Route 4? Oh, Bill! Und was sie will, sehen wir beim nächsten Mal. Und es ist eine gute Nachricht. Hier geht's nicht mit Stratos City weiter. Wir sind mit Stratos City fertig, Leute. Sehr nice. Bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein und ciao.